7 Stunden später. So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Let's Play WWE 2K16. Meine Karriere mit Axel Tischer. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Ich habe euch in den letzten paar Folgen was gefragt, bezüglich, ob wir skippen oder nicht, beziehungsweise ob ich da eine Abstimmung zu machen soll. Und just um diese Zeit herum gibt's jetzt ein neues Feature auf YouTube. Und zwar kann man jetzt Abstimmungen direkt bei YouTube machen. Und zwar kommt die gleich. Moment, okay. Die Abstimmung lautet irgendwie, soll ich in Zukunft die Matches oder unwichtige oder nicht storybehaftete Matches skippen, ja? Und da könnt ihr voten. Ich werde das erstmal für diese Session, also für die nächsten 4 Folgen mal ausprobieren und ihr könnt dann sagen, ob ihr es gut oder nicht findet, gut oder schlecht findet und so weiter und ich werde mich da an euch richten. Und zwar kommen jetzt die Abstimmung und zwar hier. Da geht ihr drauf, da ist ein kleines Feld drauf und dann könnt ihr dort abstimmen auf YouTube. Okay, egal auf dem Handy oder am PC, vielleicht müsst ihr eure YouTube-App aktualisieren oder irgendwie so. Wir sind jetzt bei Survivor Series, wir haben unseren Titel im ersten Anlauf verteidigt. Leute, ich habe euch schon 1000 Mal erzählt. Ich wundere mich immer wieder, so ein bisschen wundere ich mich nicht, wie Leute drüber ausrasten, dass ich die Matches zwischendurch abbreche, wenn ich verliere. Ich habe es schon mal gesagt. Ich will Let's Play irgendwann zu Ende bringen und deswegen gehört der Cheaten bei mir einfach dazu. Weil ich kann das Let's Play nicht auf 400 Folgen strecken, weil da nichts Tolles passiert. Ihr seht ja, die Karriere ist jetzt schon langweilig und wenn ich jetzt schon Sachen skippen muss. Und deswegen will ich einfach nur fertig werden mit dem Let's Play, aber ich will es wenigstens durchgespielt haben. Okay? Und wir machen ja irgendwas mit den aufgeschriebenen oder mit der Menge der verlorenen Titelmatches. Und ich weiß jetzt nicht mehr ganz, brauchen wir eine Fehde, um ein Titelmatch zu haben beim nächsten Pay-Per-View, das wäre die Survivor Series. Wir gucken einfach mal, was auf uns zukommt und was für Matches kommen. So, ja Leute, ich mache jetzt hier einen Schnipp. Und melde mich dann sofort wieder, sobald irgendwas Wichtiges passiert oder so. Ne? Kann sein, dass ich eine Woche skippe, kann sein, dass ich 5 Monate skippe. Mal sehen. So, wir skippen jetzt so lange, bis Pay-Per-View kommt oder bis mir ein Match zugewiesen wird. Oder eine Fehde oder ein interessantes Match kommt. Wie zum Beispiel ein 1-on-3-Handicap-Match. Mal sehen, wie ich mich da so schlagen werde. Gegen Cesaro, Brock Lesnar mit einem Leerzeichen zu viel und Swags. Swag Jagger. Jack Swagger. Gut. Auf geht's. Gucken wir mal, wie wir uns so schlagen werden. Ne? Habt ihr gesehen, wie viele Matches ich jetzt schon geskippt habe? 3 oder so. Mann. Auf geht's, Freunde. Auf geht's. Mal sehen, wie das so vonstatten geht. Komm mal schon. Auf geht's, sie sind unser Erster. Zack, Sleep Out of Nowhere! Fast den Leuten übrigens schlecht. Goddammit. So, Grüße an den Real Borussia 92. Ich habe ihm geholfen, dadurch, dass ich ihm meine ganzen. Ne, also Axel hatte mir doch seine ganzen Bilder von seinem Metall geschickt. Und weil er Borussia 92 viel besser Kurs macht als ich, hat er gefragt, ob er die Bilder auch haben kann. Hat er mir auch verbesserte Logos geschickt. Ich habe die aber noch nicht geschafft, die raufzuballern. Weiß ich nicht, ob ich sowieso die Zeit dafür finde. So. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Gucken mal. Wir gucken mal, wie wir hier zurechtfinden. Ich habe schon gemerkt, in dieser Aufnahmesession, das Video kommt, glaube ich, für euch noch. Ich glaube, Donnerstag oder so. Weil es das hier Mittwoch heute. Für euch. Dass 1-on-3 Handicap-Matches nicht so einfach sind. Oder kam das gestern schon? Ne, ich glaube, das kam gestern schon, ne? Oder warte, ich muss überlegen, Reihenfolge. Ne, das kam gestern schon. Jetzt kommt Lesnar schon. Genau mit dem Typen haben wir nämlich die Challenge bestritten. Mit Baraka Lesnar. Mit Baraka Lesnar. So, mal sehen, wie weit wir kommen und ob wir überhaupt irgendwie eine Chance haben zu gewinnen. Ich würde mal sagen, nur mit Submission wäre das irgendwie möglich. Ansonsten wird's recht schwierig. Alter, was geht denn ab? Was geht denn ab? Was geht denn ab? Zack, top, ist das schön, ohne Einschränkung mal wieder spielen zu können. Zockt dann 2 Stunden Challenges, wovon 1,5 Voting sind und so, nein. Und dann können wir wieder ohne Einschränkung spielen. Ist das toll, man muss nicht würfeln oder so eine Kacke. Aber jetzt der Lesnar, ne, der zieht mich voll ab, ihr seht schon.
Ich habe in der Zwischenzeit, falls ihr euch wundert, was ich alles geskippt habe, bei Raw war immer gegen Daniel Bryan und bei SmackDown war immer gegen Baron Kalashnach. So. Oh, muss mal ein Pin rauskommen, das sollte noch irgendwie gehen. Was meint ihr, wie lange halte ich hier durch? Mann. So. Franz, ist heute nicht Montag oder kommt Mittwoch die erste Folge? Mittwoch. Montag. Bis Montag schaffe ich leider nicht, den ganzen Mist zu schneiden, beziehungsweise habe ich keinen Bock, mich da abzuhetzen. Zack, 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 zack. So. Ich habe dir was gesagt. So, dann ist also Swagger der Nächste. Aber ich habe halt in der Challenge schon gemerkt, dass die KI trotzdem reinkommt bei Submissions. Das war doch mal anders. Haben sie halt weggepatcht, noch mal kurz und gar nicht wieder so ein dummer Patch. Irgendwie so. So, zack. Oder? Wow. Running Angry Storm, ne? So. Warten. Ihr könnt immer in den Chat schreiben, falls ihr gerade live dabei seid. Ich empfehle es immer wieder, Leute. Es gibt immer ständig Leute, die reinkommen, ja, in die Streams zum ersten Mal und sagen, nach einer Stunde, boah, Franz, die Streams sind ja viel cooler, als die Videos einfach nur auf YouTube zu gucken. You're exactly right, bro. Das heißt, meine Streams sind so ein krasses Erlebnis. Ihr habt alle Fans in Realtime um euch herum. Habt einen riesen Spaß im Chat. Ich übertreibe nicht. Und habt die Live-Kommunikations-Experience mit mir. Ach, schön. Gut, so eine Art. Nee, ganz ehrlich, kommt zu Livestreams, da werdet ihr mehr. Werdet ihr auf jeden Fall mehr Unterhaltung spüren als bei den YouTube-Folgen. Würde ich einfach behaupten. Oder auch nicht. Jeder ist ja anders. Aber sagen viele. So. Zack! Cross-X! Guck mal, die Leute kommen doch nicht rein. Vielleicht gehen wir ja doch einfach wieder Submission. Das wäre ja voll cool. Na doch nicht. Fuck! Verkackt. So. So, die Streams sind auch besser, aber am besten ist es mit 30, mit 20 oder 30 Leuten. Das sind dann immer die spontanen Streams, die ich nicht ankündige, wo ich dann Pokémon oder irgendwas anderes nicht Wrestling-mäßiges spiele. Ja, manche mögen die lieber, weil es dann noch intimer ist. Achso, natürlich, außer ihr mögt nicht lange auf Folgen zu warten. Dann bekommt ihr mal mit, wie lange das immer dauert, bis eine Folge aufgenommen wird. Oh, Franz, erstmal eine halbe Stunde skippen. Jetzt frisst er schon wieder. Oh, schon wieder Werbung. Genau, Silvester mit Franz Zock. So. Genau. Wie machen wir denn jetzt hier mit Swaggy Boy? Der war ja auch in Magdeburg am Stissel. Nee. Der hat auch gute Pops gezogen. Aber nur wegen wie the People. Tim V. The People. Ach nee. So. Jetzt ist Cesaro wieder am Start. Ich hab dir gesagt, nee! Ach. Aber wir haben schon wieder 3,5 Sterne, wie ging das so einfach? Genau, wenn man keinen Bock auf das Warten hat, kann man auch einfach Superfriends werden. Genau! Denn Superfriends können als einzige alle meine Hitbox-Streams, okay, fast alle, diese. Manchmal mache ich so Testvideos, weil ich irgendwelche Apps teste zum Stream, wo dann die Videos eine Minute lang sind, die stellt nicht online. Aber. Ansonsten, meine öffentlichen Streams, die sind für die Leute direkt online. Direkt online. Das heißt, ihr könnt einfach nach Ausstrahlung direkt den Stream nochmal im Replay sehen und durch die ganzen Folgen durchskippen. Beziehungsweise, dann demnächst, sobald ich das umgestellt habe, den scheiß Google und YouTube, haben das Teilen-System verändert, was ich genutzt habe, um meine privaten Videos an meine Superfans zu senden. Die haben das verändert. Das kann ich nicht mehr Google Plus Kreise nutzen, sondern muss jetzt E-Mail-Adressen angeben. Könnt ihr da die Videos auch direkt immer sehen. Raus! High-Flying Action vom zweiten Seil. Ne? Ach fuck, ich dachte, der kommt jetzt diagonal gelaufen. Das lief ja nicht so optimal. Hey! Hier bestimmte Catchphrase von Franz einfügen. So.
Auf geht's. Ah, fuck. Oh, ich bin ja schon echt down. Fuck. Gut. Zack. Cesaro. Oh. Cesaro. Oh. Cesaro. Oh. Ey, wie lang. Das hasse ich, ey. Dieser scheiß Chan. Der wird immer durchgezogen, wenn Cesaro in Deutschland ein Match wrestelt. Cesaro. Oh. Allgemein sind die deutschen Clowns immer relativ unkreativ im Scherz. Aber es ist wahrscheinlich überall auf der Welt so, außer wenn du halt in einem Smart Mark Territory bist. Weil du in Deutschland nicht bist, leider. Bei Hausschuss. Schade. Zack! Fuck! Oh oh! Here we go! Ich hab gekontert, aber war nicht der Finisher. Schade. Du darfst sie einmal hinlegen. Und dann warten wir kurz einen Momentchen. Momentchen. Oh, oh, oh. Cesaro. Oh. Zack! Cross! Konnte die Runde Crosses! Nicht Lesnar, nicht Lesnar, nicht Lesnar! Comeback von Axel! Steh wieder auf! Und die Close Line. Close Line, Close Line, Fallaway Slap. Und. Alter, der hätte auch noch gar keinen Schaden. Wie soll ich denn damit arbeiten? So. Nee, jetzt kommt der Leuchtpunkt. Nein. Du kommst zurück. Ich wollte doch. Diesmal wollte ich es nicht mal, lieber auch nur mal. Yep. So, du kannst jetzt taggen, wenn du möchtest. Ich habe gesagt, du kannst jetzt taggen, wenn du möchtest. Und ich taunte einmal. Tag jetzt. Axel stomped me. And that really hurts. Axel stomped me. Ja. So dumm, dass die KI bei Submission sich eingreift. Hä? Bei den Challenges haben die aber voll eingegriffen. Wie ist es denn bei der Karriere? Ist es da ein Unterschied oder was? Das hatte ich ja auch gedacht, aber bei den Challenges wurde ich ja dann eines Besseren belehrt. Ich weiß nicht, ob das ein Karriere-Ding ist oder so. Look at this! Bei meiner Karriere, bei mir nie. Vielleicht haben sie da weggepatcht oder so. Half and half. Meint ihr, das schaffe ich hier noch? Weil Lesnar hat schon wieder... Signature Move, den ich jetzt gekonnt habe. Just in diesem Moment. Yeah. Macht er trotzdem einmal Suplex City. Bitch! Ach, scheiße. Camel Clutch. Ach, scheiße. Fuck! Ich bin schon ein bisschen down and out. Bitte keine Submission, das wäre voll nett. Ja, jetzt taggt er, ne? Klar. Ich glaube, wenn ich jetzt kann ich bei Swagger jetzt nicht. Ihr wisst schon. Bei Swagger nicht so. Ihr wisst schon, was ich machen will. Superkick! Oh, schade. Ne. Rosex! Ah! Kann er denn? Der fehlt am Sterne. Though. Ich kann nicht kontern. So, jetzt muss noch rauskommen. Das sollte nicht so das größte Problem sein. Aber Glück. Ich meine, nein, fuck!
Fuck! Ich dachte, er macht Patrick Lock. Was willst du denn jetzt hier, Swagger? What do you want from me? How about a fucking reversal? Ow! Not today. So, pass mal auf hier. Pass mal auf hier. Kurz warten. Stamina. Sag mal 20 Mal deine Stamina. Stamina. Und das war's. Ref. Freundchen. Out of nowhere. Ach, schade. Hat sich jetzt tatsächlich umgedreht. Wir sind dumm gelaufen. Also, wenn wir Glück haben, dann kriegen wir einen Sleeper Down, wenn die Kollegen nicht eingreifen. Und zwar jetzt! Bleibt da, Freunde! Die greifen nicht ein, geil! Dann gewinne ich ja tatsächlich. Nice. Nein. Ach, fuck. Doch, ich kriege ihn. Ich krieg ihn down. Scheiße, doch nicht. 5 Stunden später. Nein. Alter, nein! 7 Stunden später. Jetzt komm schon! Da hab ich ihn fast gehabt! Jetzt komm schon! Jetzt komm! Yes! Okay, in der Karriere greifen die anscheinend nicht ein. Ja, eigentlich müssen die Minigame initialisieren, von wegen halt Hand hochheben, ne, ob der knocked out ist und so. Gucken, wie lange das Replay ist. 6.5 hours later. So, da, wow, dieses Highlight, wow. Da tappt er gar nicht. Guck mal, die spucken noch einen Boon. Da hätten die Kollegen. Jetzt rasten sie aus. Ja, also ich habe ein Handicap-Match gewonnen, würde ich mal sagen, oder? Wow. Please call me King. Your Master. Your Honor. Your Honor. Meine Freunde, dann haben wir in dieser Episode ein wunderbares Match gesehen. Wir gucken nochmal, was bei Raw ansteht. Ich schätze mal wieder gegen Daniel Bryan. Und dann skippen wir wieder bis zum nächsten sinnvollen Geschehnis. Und dann machen wir das eben, ne? Also schaltet übermorgen wieder ein um 20 Uhr. Wenn es heißt, Let's Play WWE 2K16. Mal Karriere nicht vergessen, mir einen Daumen hoch zu geben. Einfach auszuschalten. Auf Hans. Oder von Talk. Wenn ihr es bearbeitet, ist egal. Haut rein und ciao.